Daniel, der FCA hätte sich heute sicher gerne 3 Punkte ins Nest gelegt zu Ostern. Seid ihr mit dem 0:0 auch zufrieden oder wäre mehr drin gewesen? Ja, da standen 11 Berliner auf dem Platz, die das Gleiche wollten. Und das hat man heute gesehen, hat keiner dem anderen was geschenkt. Von daher müssen wir den Punkt mitnehmen. Natürlich hätten wir das Spiel gern gewonnen, aber es ist kein Wunschkonzert. Und von daher nehmen wir den Punkt mit. Ja, wir haben natürlich bis zum Ende auf den Sieg gespielt. Es war kein leichtes Spiel. Sehr taktisch geprägt von beider Seite aus. Deswegen haben die Zuschauer heute auch kein Tor gesehen, glaube ich. Wir haben zweite Halbzeit nochmal alles versucht. Wir müssen trotzdem immer aufpassen, sich im Counter. Wir hatten natürlich mehr Ballbesitz in die zweite Halbzeit. Das Gefühl hätte ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ja, am Ende ist es schade, dass man kein Tor schießt. Aber wie gesagt, wir müssen ja immer aufpassen, irgendwo nicht im Messer zu laufen. Wir haben natürlich die letzten 4 Spielen natürlich ein paar verloren. Deswegen war es natürlich auch wichtig zu punkten. Aber wir wollten absolut 3 Punkte hier zu Hause holen gegen Hertha. Leider hat das nicht geklappt. Möglichkeiten hatten wir nicht so viele. Ein paar hatten wir schon, aber leider kein Tor gemacht. Es war von außen betrachtet ein bisschen komisches Spiel, ein bisschen zäh. Also ihr hattet immer so zwischen 60% und 70% Ballbesitz. Die zwingenden Torchancen waren nicht drin. 2, 3 Konter, die man vielleicht hätte ein bisschen besser ausspielen können. Woran lag das, dass vorne die Durchschlagskraft heute gefehlt hat? An der Defensivstärke der Berliner? Ja, das stimmt. Also wir haben uns heute nicht viel rausgespielt. Ich denke, Hertha auch nicht. Uns da ziemlich neutralisiert. Hertha hat es gut verteidigt, wussten, denke ich, wo unsere Stärken sind und haben das frühzeitig unterbunden und von daher haben wir jetzt auch nicht die Chancen uns kreieren können. Wenn so ein Freistoß vom Tobi in der ersten Halbzeit reingeht, nimmt das Spiel auch einen anderen Lauf, dann muss Hertha vielleicht ein bisschen öffnen. So denke ich, müssen beide einfach das 0-0 mitnehmen und den Punkt mitnehmen. Ich glaube, dass es beide damit zu tun hat. Erstens, dass bei uns oft der letzte Pass gefehlt hat, dass der genau richtig gekommen ist. Andererseits muss man noch sagen, dass Hertha es geschickt verteidigt hat, sehr kompakt, Raum eng gemacht. Und es ist natürlich immer schwer, tut man sich schwer, um da durchzuspielen, wenn die Raum eng sind. Das hat man heute auch gesehen, aber desnichtsotrotz haben wir versucht, eine Lücke zu finden. Es waren ein paar Möglichkeiten da, aber dann braucht man natürlich auch das notwendige Glück und die Präzise, um dann auch die Chance in Tore umzusetzen. Jetzt sind es noch 3 Spiele, davon 2 zu Hause. Wie viele Punkte will der Kapitän noch holen? Ja, wir müssen von Woche zu Woche schauen. Jedes Spiel müssen wir eingehen, um zu gewinnen. Das wird absolut nicht leicht. Weil man weiß natürlich, in welche Situation die anderen Mannschaften auch stecken, dass die Punkten brauchen. Wir wollen auch noch bis zum Ende der Saison punkten. Wie gesagt, leider haben wir heute nicht einen Sieg hingekriegt. Jetzt müssen wir uns nächste Woche wieder auf das nächste Spiel richten. Da kommt Hamburg hier hin, die natürlich auch jeder Punkt braucht. Und wie gesagt, wir wollen einfach weiter punkten. Leider hat es heute nicht geklappt mit die 3. Dafür haben wir 1 Punkt. Wie gesagt, es ist kein Wunschkonzert. Jetzt am Sonntag zu Hause ist das nächste schwierige Spiel. Hamburg steht das Wasser bis zum Hals. Die müssen was holen und wir wollen natürlich gewinnen. Und dann werden wir sehen, es ist noch weit hin. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen erholen. Und dann gehen wir mit vollem Elan und neuem Schwung zu Hause hier gegen Hamburg. So, herzlich willkommen zur PK nach dem Spiel des FCA gegen Hertha BSC. Ich begrüße alle anwesenden Medienvertreter, alle Fans draußen im Stadion, im LEW Business Club. Im Fanzelt, hier vorne die beiden Trainer, Jos Luhukay zu meiner Rechten und unser Trainer Markus Weinzierl. Jos, wie war die Rückkehr nach Augsburg und ja, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal hallo alle. Ich denke, dass ich ein paar alte Gesichter hier gerne nochmal zurückgesehen habe heute. Auch im Hotel gestern und heute Morgen. Ja, nur mit positiven Gefühlen. Also ich finde es fantastisch, dass FC Augsburg sich so weiterentwickelt hat nach unserer Zeit, die wir gemeinsam hier in die ersten 3 Jahre erfolgreich gestalten konnten. Und der Weg hat sich weiterentwickelt und auch Respekt für die Verantwortlichen hier, um auch so eine Saison wie diese zu spielen, was nicht selbstverständlich ist. Und weiterhin wünsche ich der Verein natürlich auch für die nächste Zukunft alles Gute. Ja, das Spiel an sich, ich glaube am Ende müssen wir aus unserer Sicht, aus echter Sicht, mit das eine Punkt leben. Ich denke, dass das für uns schon ein kleines Erfolgserlebnis ist. Wir hätten gerne hier gewonnen, das war auch die Zielsetzung. Ich glaube, dass wir
in die erste Halbzeit das Spiel von Augsburg völlig neutralisiert haben. Ich denke, dass wir sie nicht in den Rhythmus haben kommen lassen. Sie haben sich schwer getan, um Möglichkeiten sich herauszuspielen. Die einzige war, glaube ich, von Eswein am langen Pfosten vorbei. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit unsere zwei beste Chancen nicht nutzen konnten, wo zweimal der Torwart hervorragend steht von seinem Stellungsspiel. Einmal bei Sandro Wagner beim ersten Pfosten und einmal von Marcin Jenk vor der Halbzeit. Das ist das letzte Quäntchen Glück und das ist einzigartig auch unseres Problem, dass wir in die Chancenverwertung ja leider nicht zuschlagen können. Und sonst haben wir, denke ich, in die zweite Halbzeit auch das Spiel immer versucht zu kontrollieren. Die Mannschaft hat sehr konzentriert, sehr fokussiert bis zum Schluss gespielt. Und Augsburg hat sich bemüht, aber kam auch nicht zu klaren Chancen. Sie hatten vielleicht ein, zwei, drei Momente, aber unseren Torwart musste heute für uns auch natürlich zum Gute, dass er nicht in Erscheinung treten musste. Und der Torwart von Augsburg holt in zwei entscheidenden Momente, hält er die Null fest und deswegen ist es am Ende auch ein Unentschieden. Und ja, wir hätten gerne das Erfolgserlebnis nochmals gehabt, aber ich glaube, dass wir auch die nächsten zwei Ostertage auch gut durchkommen können. Ich wünsche alle Verantwortlichen hier und auch natürlich ihr aus der Medialandschaft frohe Ostern und FC Augsburg wünsche ich für die Zukunft alles Gute. Dankeschön. Dankeschön, Jos. Markus, dein Fazit. Ja, schade natürlich. Wir haben uns sehr viel vorgenommen für dieses Spiel heute, aber es war ein zähes Spiel. Ich denke, Hertha BSC hat uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht, hat uns mannorientiert unsere Stärken sehr früh aus dem Spiel genommen. Dani Bayer ist nicht so zur Entfaltung gekommen, weil im Skelbrit sehr auf den Füßen gestanden ist. Halil hat gegen Hosogai einen sehr schweren Stand gehabt und so war es dann eben auch, dass der Gegner uns wirklich neutralisiert hat, beziehungsweise es wir nicht geschafft haben, unsere 100 oder uns 100%ige Torchancen zu erarbeiten. Es war in der ersten Halbzeit Alex Eswan einmal noch einen schönen Angriff und in der zweiten Hälfte waren zwei, drei aussichtsreiche Kontersituationen, gerade Raul Bobadilla. Hätten wir vielleicht das Tor erzielen können oder auch nach einer Standardsituation, aber dafür brauchst du das notwendige Glück. Das war heute nicht so. Wir müssen und können mit diesem Punkt auch leben. Wir machen weiter. Es war ein Gegner heute, der uns das Leben eben sehr schwer gemacht hat, der uns gekannt hat, der unsere Stärken mannorientiert, über 90 Minuten sehr, sehr gut attackiert hat und wir haben keine Lösungen dafür gefunden, uns im 1 gegen 1 da diese Torchancen dann auch zu erarbeiten. Dankeschön. Dankeschön, Markus. Gibt es Fragen? Dann bitte kurzes Handzeichen hier vorne. Hallo Kai, Sie sind mit der Rückführung von verletzten Spielern immer sehr, sehr vorsichtig. Fabian Lüstenberger ist nach neunwöchiger Pause erstmal dabei gewesen und beim Warmmachen ist die alte Verletzung wieder aufgebrochen. Zum einen, wie war die Stimmung in der Kabine unmittelbar vor dem Anpfiff und haben Sie schon eine Erklärung dafür, was da passiert ist? Ja, es war schon ein Schock für Fabian in erster Linie, aber auch für uns, weil ich hörte erst drei Minuten vor, dass das Spiel losging, dass Fabian ausfallen wird, weil er erst am Ende das Aufwärmprogramm mit einem langen Pass es reinstechen fühlte und es sieht doch nicht gut aus. Es ist wahrscheinlich keine Zerrung, sondern Muskelfaserriss. Der Junge hatte alle Hoffnung, um in die nächsten vier Spiele vielleicht auch noch nicht nur für uns auflaufen zu können, aber auch in Richtung Nationalmannschaft von die zwei, um vielleicht doch noch auf den Sprung zu Brasilien zu kommen. Und das ist natürlich für uns ein herber Verlust gewesen. Fabian ist ein fantastischer Spieler, der uns schon fast die komplette Rückrunde fehlt. Und ich denke, dass es gerade für uns auch schwierig ist, um so Spieler eins auf eins zu ersetzen. Und es ist das Bitterste für Fabian selber. Und er fühlte sich richtig gut. Ich habe mit ihm auch persönlich darüber gesprochen gestern. Und er wollte auch gerne. Ja, und man steckt da nicht drin. Er hat ein unglaubliches, intensives Programm individuell hinter sich gehabt. Und alles sprach, dass es heute den Zeitpunkt sein könnte. Ja, aber es ist leider nicht glücklich für ihn verlaufen und deswegen, ich wünsche ihm natürlich gute Besserung, aber er muss jetzt versuchen, das zu verarbeiten, vor allem mental und dann hoffen wir, dass er mit Start der Rückrunde für die neue Saison, dass er dann wieder für uns dabei sein kann. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann herzlichen Dank. Ihnen allen noch schöne Ostertage.